Thank you.
Hallo! Herzlich willkommen! Vielen Dank für den äußerst warmen Empfang. Das war zu Beginn Faceless aus dem Album Shapes in meinem allerersten Big Band Arrangement überhaupt. Es macht Höllenspaß, für eine Band zu schreiben, besonders wenn es eine Band wie die NDR Band unter Leitung von Magnus Lindgren ist. Bitte einen riesen Applaus! Als Solist hörten Sie Klaus Stötter am Flügelhorn. Markus Steinhauser, Tenorsaxophon. Lars Danielsen am Bass. Und Jan Bang an den Samples. Jan Bang! So, jetzt wird es Zeit, den ersten Solisten zu präsentieren. Ich spiele seit vielen Jahren in seiner Band. Wir haben sehr, sehr viel Spaß immer zusammen. Er hat auch mein Album Shapes produziert und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute dabei ist. Er spielt jetzt zwei Stücke, und zwar zum einen Silent Way, was ich für ihn speziell komponiert habe, und danach 24 Hours. Bitte einen Riesenapplaus für the one and only Mr. Nils Landgren.
Thank you.
Nils Landgren. Das war Silent Way und 24 Hours, arrangiert von Magnus Lindgren. So. Den nächsten Musiker kenne ich auch schon seit ewig langen Jahren. Wir hatten vor 2 Tagen, glaube ich, nee, gestern, zum ersten Mal Gelegenheit, bei der Probe überhaupt zusammenzuspielen. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Sie sicherlich auch. Bitte begrüßen Sie aus Österreich den einzigartigen Wolfgang Mutspiel. Er hat uns auch ein Stück von sich mitgebracht, auch engagiert von Magnus Lindgren, nennt sich Valle Kilde. Thank you.
Wolfgang Hafner, schön, dass du da bist. Wie sollen wir jetzt anfangen? Na, ich könnte jetzt eine Menge über dich erzählen. Du hast mit allen möglichen Leuten gespielt, mit Pat Metheny, mit Bill Evans. Du bist mehrmals hier beim Jazz Baltica gewesen. Du hast mit Leuten wie Cassandra Wilson gespielt und sogar auch mit Leuten wie Stefan Raab und Helge Schneider. Aber ich denke, wir sollten vielleicht mehr über dieses Projekt reden. Es heißt Nordic Shapes. Was hat man eigentlich darunter zu verstehen? Also mein letztes Album hieß ja Shapes. Und ich hatte überlegt, ich möchte gerne ein paar Gäste dabei haben. Dass Lars Daniels und Nils Landgren dabei sind, war klar, weil die sind auf dem Album auch. Und dann dachte ich, okay, zwei Skandinavier, dann holen wir gleich noch den Nils Petter Mollwert dazu und den Jan Bang. Und dann nennen wir es einfach Nordic Shapes, weil die nordischen Einflüsse auf dem Album sind eigentlich ganz deutlich. Und dann kann man das auch im Titel mal ausdrücken, finde ich. Es ist nicht unbedingt normal, dass ein Schlagzeuger aber auch komponiert und teilweise arrangiert. Wie kam es überhaupt dazu erstens? Ja, muss ich weiter ausholen. Mein Vater war Kirchenmusikdirektor. Das heißt, ich bin mit Johann Sebastian Bach aufgewachsen, lief Tag und Nacht bei uns zu Hause. Und der hat mich ganz früh zum Klavier gebracht und er hat sehr viel auch komponiert. Und da saß ich halt als kleiner Bub immer auf der Orgelbank oder auf der Klavierbank neben ihm. Und das hat mich damals schon beeindruckt, wie man einfach irgendwie sich hinsetzt, ein paar Akkorde spielt und dann eine Melodie drüber macht und dann einen Song quasi schreibt. Damals war es halt im Kirchenmusikkontext und ich habe das dann für mich mal probiert, so ganz normale Dreiklänge, C-Dur, F-Dur, G-Dur, ein paar so Kinderlieder-Melodien drüber. Das war super, das hat mir totalen Spaß gemacht und das habe ich halt bis zum heutigen Tag eigentlich weiter verfolgt und jetzt habe ich nur angefangen für Big Band eben zu schreiben, eigentlich aus einer Not heraus, weil einer von den Arrangeuren nicht rechtzeitig fertig wurde mit den Arrangements und dann bin ich also wirklich ins kalte Wasser, zwei Wochen vor Jazz Baltica habe ich einfach angefangen und ich wollte es seit Jahren machen und ich hatte immer Angst davor, weil ich dachte, ja, ich habe das nie gelernt. Und ich habe wahnsinnig viel in Big Bands gespielt und dann habe ich es einfach ausprobiert und gesagt, okay, du weißt, wie eine Big Band klingt, probier einfach mal. Dann habe ich mich eine Woche Tag und Nacht hingesetzt und ja, es kam jetzt bei raus. Das ist aber, glaube ich, nicht ursprünglich lustig. Eigentlich für ein Big Band geschrieben worden, oder? Die meisten Sachen. Nee, es war... Eher fürs Quintett. Genau, fürs Quintett.
Aber ich glaube, wenn man eine Musik im Quintett gut spielen kann, funktioniert es ja auch mit der Big Band. Und es muss die richtige Big Band sein. Was sind aber die Unterschiede? Was muss man da ganz umstellen, wenn man das erst für ein Quintett macht und dann aber fürs Big Band? Ja, du musst halt einfach für mehrere Bläser schreiben. Das ist mir klar, aber es muss ein bisschen mehr dazu sein. Ja, aber wenn auf dem Album sowieso Bläser drauf sind, dann ist es ja relativ einfach. Man hat statt einer Posaune dann halt vier. Dann muss man sich halt ein paar Nebenmelodien noch überlegen, ausprobieren. Du hast gesagt, du hast das nie richtig gelernt, komponieren. Ist das das Gleiche mit dem Schlagzeug? Hast du das richtig gelernt oder kam das einfach? Ja, also ich habe mal so 5 Jahre Unterricht gehabt bei 2 verschiedenen Lehrern. Der eine hatte überhaupt keine Technik, aber hat ein irres Feeling. Und es war lustig, ich war 12 Jahre alt und Status Quo war meine absolute wahnsinnige Überfliegerband. Dann bin ich mit meiner Status Quo-Platte zu dem Typ und der liebte Art Blakey und Jazz Messengers und Jack DeJohnette. Und er legt Status Quo auf, nach 5 Sekunden sofort weg. Legt Jack DeJohnette aus. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, bist du wahnsinnig, was ist denn das für ein Mist hier? Und der hat mich aber dann irgendwie Richtung Jazz gebracht und ein anderer Lehrer, bei dem war ich dann auch 3 Jahre, der hat mich so technisch unterrichtet und der Rest ist einfach nur wahnsinnig viel spielen, viel üben und ich habe mit meinen ganzen Heroes immer gespielt, weil Kopfhörer auf und stundenlang wie ein Wahnsinniger getrommelt, also Ian Pace oder Buddy Rich zum Beispiel. Siehst du dich als Jazzmusiker oder als Funkmusiker oder ist da eigentlich kein Unterschied mehr? Für mich gibt es diesen Unterschied nicht mehr eigentlich, muss ich sagen. Also ich würde sagen Musiker. Ich sehe mich auch nicht als Schlagzeuger, sondern als Musiker. Was ist der Unterschied auch als Schlagzeuger, wenn du beispielsweise so Funk spielst anstatt Jazz? Was hat das mit dem Rhythmus zu tun? Das ist ein anderer Rhythmus auf jeden Fall, nicht? Ja gut, der Rhythmus ist etwas anders, aber die Aufgabe ist eigentlich die gleiche. Man muss meines Erachtens die Leute zum Tanzen bringen. Das ist die Aufgabe des Schlagzeugers. Natürlich im Free Jazz ist es vielleicht was anderes. Ist schwierig, ja. Aber wenn du jetzt mal afrikanische Musik anguckst, brasilianische Musik, Funk, Rock, und auch Straight Ahead Jazz, also die wirklich guten Jazz-Trommler, ich meine, dann haben sich Leute früher dazu bewegt. Swing-Trommler haben die Leute getanzt, das war Tanzmusik. Und das ist eigentlich meine Aufgabe. Von daher, beim Jazz spielt man halt mehr Becken vielleicht als bei Funk. Da kommt man ja mit einer Hi-Hat, einem Bass-Drum, Snare gut durch. Aber für mich ist das eigentlich relativ gleich. Ich muss die Band zusammenhalten, den Rhythmus legen und einfach eine gute Zeit da oben haben, gute Laune verbreiten. Kommen wir auf das Projekt wieder zurück. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, über wer mitgewirkt hat. Es sind alte Freunde teilweise, wie Nils Landgren zum Beispiel, der auch sehr oft hier bei Jazz Baltica war. Genau. Das sind aber auch teilweise relativ neue Leute. Also Nils Landgren, Lars Danielsson, dann Jan Bang ist ein Samplemeister aus Norwegen, spielt bei Bugge Wesseltoft in der Band und auch bei Nils Peter Molvær. Und das ist ziemlich interessant, weil ich spiele was und er nimmt es in dem Moment auf und 2 Takte später kommt das Ganze aber rückwärts und durch Filter gedreht und irre. Und er hat auch teilweise die Band gesampelt, also Bläser und Klavier und Gitarre. Das ist ziemlich lustig. Dann war noch dabei der Wolfgang Mutspiel, fantastischer Gitarrist, der lange in New York gelebt hat, lebt jetzt in Österreich, wo er auch herkommt. Und wer war noch dabei? Moment, ich bin noch zu spaced out. Ich glaube, das war's. Ja, genau. Du hast gesagt, dass das teilweise aus der Not geboren worden ist, dieses Projekt. Aber du hast mit Sicherheit eine Menge gelernt daraus. Also das Projekt ist nicht aus Projekt, der Not geboren, aber die Arrangements, also ja, genau. meine eigenen genau. Arrangements. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich weiß jetzt gewisse Sachen, die funktionieren und gewisse Sachen, wo ich nochmal drüber gehen werde. Das habe ich Zeit meines Lebens immer gemacht, auch wenn ich habe teilweise ziemlich schlimme musikalische Erfahrungen gemacht. Also ich habe super Sachen erlebt, aber es war zum Beispiel so, einmal wurde ich von der Bühne geschickt, weil die einfach nicht mit mir zufrieden waren. Und ich bin immer sofort nach Hause und habe mich im Übungsraum eingeschlossen. Tage, Wochen, Monate. Wer hat dich von der Bühne geschickt? Das war James Moody, ein berühmter Jazz-Saxophonist. Und ich habe dann jahrelang mit dem gespielt später, aber viele Jahre später. Und es ist ein paar Mal so passiert, dass die Leute auch bei Sessions gesagt haben, ja, es war schön, dass du da warst, aber jetzt lass mal die Richtigen ran. Ich habe mir gedacht, Leute, wir sehen uns wieder. Und es hat ein paar Jahre gedauert, weil ich muss dazu sagen, ich bin mit 15, 16 schon auf diese Sessions. Und dann ist man natürlich nicht so weit, dass man da mithalten kann. Aber ich habe immer diesen brutalen Ehrgeiz gehabt, einfach Musik zu machen. Ich bin ein Musiktäter. Ich muss Musik spielen. Nicht unbedingt Schlagzeug, aber ich sitze zu Hause in meinem Studio oder ich gehe im Wald spazieren und ich bin immer von Musik umgeben. Das klingt jetzt so abgedroschen, aber für mich ist es wirklich so. Ich brauche Musik.
Ich glaube, wir lassen es da. Ich finde das aber toll, dass du zurückgekommen bist, weil ich meine, wenn einer mich von der Bühne runterschicken würde, ich würde, glaube ich, schon daran zu knabbern haben. Ja, aber ich versuche das immer umzudrehen. Ich versuche den Spieß umzudrehen und sage mir halt immer, Leute, wartet's ab. Irgendwann. Und man zieht sich immer zweimal im Leben. Das kennt man ja. Und es ist wirklich so. Und von daher, weiter geht's. Ich hoffe, wir sehen uns mehr als zweimal im Leben. Das hoffe ich auch. Wolfgang, alles klar. Dank. Vielen Dank. Danke sehr.
Nils-Petter Mollwehr. So, und nun nochmal für Sie alle Nils Landgren und Wolfgang Muthspiel. Ein Stück mit dem Supertitel Space Kaltzone. Thank you.
herzlichen Dank. Die NDR Big Band unter Leitung von Magnus Lindgren, Klaus Stetter, Thorsten Denkenstein, Ingolf Burkhardt, Rainer Winterschlafen, Trompeten, Jürgen Neuder, Dan Gottschall, Peter Schwartloch, Ingo Lami, Posaunen, Markus Steinhauser, Matthias Erlewein, Fiete Felsch, Peter Bolte, Frank Delle, Saxophone. Am Klavier Vladislav Sendetsky, Stefan Dietz, Gitarre, Jan Bang, Samples, Jan Bang, Bass und Cello, Lars Danielson, Wolfgang Mutspiel, Nies Landgren, und Nils Petter Mollberg. Ein riesen Dankeschön an Rainer Hamann und Jess Baltica. Es ist immer wieder super, hier sein zu dürfen. Herzliches Dankeschön an die Big Band Redaktion vom NDR, Axel Dürr. Und vielen Dank an Sie alle fürs Kommen, fürs Zuhören. Es war fantastisch. Tausend Dank. Auf bald. Tschüss.